Hi und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo. Bei mir ist heute der 11.10. Und ja, ich habe heute eine interessante Erkenntnis für mich gewonnen, die irgendwie, ich dachte, die teile ich jetzt mal mit der Welt. Ja, also meine Mom und ich, so beginnen meistens die Ideen, die ich habe, so komischerweise. Wir haben gestern mal über das Leben geredet und allgemein. Und dann hat mich meine Mom so gefragt, irgendwie, da ging es dann ums Sparen und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, ich wünschte, ich hätte eine Zeitmaschine. Dann würde ich mir als Kind sagen, ich soll mehr sparen. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich eigentlich meistens, wenn ich irgendwie mir irgendwas wünsche gerade und ich das Geld nicht sofort zur Hand habe, dass ich mir dann immer wünsche, ich hätte mehr gespart. Und das ist so meine einzige Sache, die ich gerne in meinem früheren Leben verändern würde. Und jetzt habe ich vorher gerade mal so drüber nachgedacht, dass es eigentlich schon für meine Verhältnisse zeigt, wie zufrieden ich mit meiner Welt bin. Also so an sich und so im Allgemeinen. Weil, wenn man mal bedenkt, ich habe jetzt nicht den besten Start ins Leben gehabt. Und wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würden wahrscheinlich die meisten, die meine Geschichte haben, sagen, ich würde das verändern. Auf jeden Fall, ich würde das sofort anders machen. Ich würde da irgendwas ändern. Das würde dann alles besser machen. Und ich sag für mich persönlich, nee, muss ich nicht verändern, muss ich nichts anders machen. Es ist, wie es ist und es ist gut, wie es ist, weil wenn das nicht passiert wäre, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Oder die einen oder anderen würden sich wegen Schultests, die wichtig waren oder irgendwelche Sachen. Aber die einzigen Sachen, die mir so einfallen, die ich gerne ändern würde, wären einfach Sachen, wo ich heutzutage das Gefühl habe, es macht es mir schwerer. Sowas wie, ich habe nicht genug gespart in meinem Leben und deswegen muss ich hier und da auf Dinge warten. Oder so Sachen wie, ich wünschte, ich hätte die Fotoalben mit meinen ersten zwei Kaninchen nicht versteckt und könnte mir jetzt die Bilder anschauen. Und das sind so die Sachen, wo ich persönlich gerne ändern würde, wo ich dann denke, das sind so Sachen, wo veränderungswürdig sind. Ich will nicht die großen Dinge in meinem Leben ändern, weil alles, was mir bisher so in meinem Leben war, was noch sein wird und was passiert ist, was passiert sein wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das wichtig ist. Doch, es wird passiert. Es wird passieren. Und es wird dann aber auch wieder Vergangenheit sein. Müsste rein theoretisch müsste es richtig sein. Aber es klingt gerade falsch für mich. Ich befürchte auch, dass es falsch ist. Ich bin etwas müde, tut mir leid. Ja, aber auf jeden Fall, das sind so die Sachen, wo ich gerne verändern würde. Ich will nicht große Dinge ändern. Ich würde auch nicht sagen, ich würde hier auf dem Kanal irgendwas ändern. Weil irgendwie dieser YouTube-Kanal ist so ein Spiegelbild meines Ichs. Ich erzähle euch ja immer die Sachen, die mich beschäftigen, die Sachen, die für mich gerade wichtig sind, die Sachen, die mir durch den Kopf rumgeistern. Und auch wenn sich manche Themen wiederholen und auch wenn manchmal hier und da die Sachen sich anfühlen, als ob es stagniert, ist es ja doch irgendwie so, dass ich damit eine Geschichte aufzeige. Und wer weiß, in 1000 Jahren schaut sich irgendjemand dieses Video hier an und erfährt dadurch über, wie das Leben von irgendjemandem in der Vergangenheit war. Boah, voll die komische Gedankenwelt so. Ich meine, wenn wir heutzutage Knochen ausgraben, so von Dinosauriern oder von Urmenschen und uns dann, oder denen ihre Waffen und alles zusammen sehen und dann uns daraus zusammenbilden, wie die gelebt haben und jetzt heutzutage die Menschen, die würden unsere Handys finden, unsere Computer, unsere Festplatten und so Zeug. Und das ist vielleicht in 5 Jahren schon total veraltete Technik. Wow. Entschuldigt. So, jetzt sind wir von der Vergangenheit in die Zukunft wieder zurück in die Gegenwart. Wow, Zeitspringen. Ja, aber ich finde alles in allem, so bisher kann ich mich nicht großartig beschweren über mein Leben. Ich meine, gut, ich habe Tage, wo ich mir wünschen würde, meine frühkindliche Zeit wäre schöner gewesen, nicht so viel Straßenkinderlebnisse. Ich habe Tage, wo ich mir wünschen würde, der Asperger ist nicht da. Heute zum Beispiel, da hatte ich so eine Situation, wo ich mir gewünscht hätte, auch bitte, bitte, könnt er nicht da sein. Aber alles in allem muss ich sagen, bin ich mit meiner Welt zufrieden, so wie es ist.
Und ich denke, ein wichtiger Teil daran ist, nicht mehr dagegen ankämpfen zu wollen. Als ich ein Kind war, war ich total bockig. Ich habe immer bockig versucht, gegen meine Geschichte anzukämpfen, obwohl es ja meine Geschichte ist. Und dann bin ich irgendwann älter geworden und dann habe ich irgendwann angefangen, meinen Vater immer mehr zu mögen, weil er eben immer öfter auch da war. Weil wir hatten, erst als ich klein war, waren wir total dicke, dann hatten wir eine Streitphase von meiner Seite aus. Also er war es nicht, ich war das Problem. Und dann kam die Geschichte mit dem Gutachter und dann sind wir wieder zusammengerückt. Und ja, es war witzig, am 12.10. will mein Papa mir beibringen, wie man Siegel macht. Also ich bin schon total aufgeregt. Da kann ich euch dann aber auch erst in ein paar Wochen drüber mehr erzählen. Ja, und dann irgendwann war es dann so, als ich Papa angefangen habe zu akzeptieren, kam dann auch langsam der Schritt, wo ich angefangen habe, mich selbst mehr zu akzeptieren. Und ich bin ganz froh drum. Ich muss sogar sagen, das hätte ich nie gedacht, wenn man mir das als Kind gesagt hätte. Da hätte ich gesagt, ja, nee, ist nicht möglich. Ich fange langsam sogar an, mich selbst gern zu haben, so auf eine gewisse Art und Weise. Also nicht auch so eine selbstverliebte, ich bin so fabelhaft Art, sondern eher auf so eine Art mit, auch ich habe es verdient, glücklich zu sein. Oder auch ich habe es verdient, etwas Schönes zu erleben. Oder auch ich habe es verdient, dass meine Welt, wie sie jetzt gerade ist, nun mal schön ist. Und dass ich diesen Moment einfach auch auskoste und auch schön finde und auch genießen kann. Weil es gibt so viele Momente im Leben, wo man dann da so sitzt oder ist und man sich denkt, ja, nö, ist alles Mist und einem nichts einfällt, was gut ist. Und das hatte ich auch lang. Das hatte ich wirklich Ewigkeiten, dieses ewige, ja, depressive Klopfsein. Und dann irgendwann bin ich für mich zur Erkenntnis gekommen, dass ich mein Leben umstellen muss. Und das habe ich nur mit. Es klingt jetzt immer, weißt du, wenn man das selbst so hört, wenn mir das einer gesagt hat damals, hätte ich dem wahrscheinlich eine geklatscht. Aber es ist halt wirklich, bei mir hat es funktioniert. Es ist eine Sache von den. Die Gedanken folgen. Die Taten folgen den Gedanken, so rum ist es. Und als ich angefangen habe, immer zu sagen zu mir selber, jeder Tag ist ein guter Tag, solange nur eine einzige gute Sache passiert. Ich kann mir theoretisch die Hände verbrennen, ich kann von der Sonne geblendet sein, die ganze Nachbarschaft kann laut sein, aber wenn dann Leo zu mir hergehopst kommt am Abend und einfach sich an mich ranschnuckelt, dann war es ein guter Tag. Und seitdem ich diese Einstellung habe ich auch tatsächlich total viele gute Tage und seitdem bin ich auch mit mir und der allgemeinen Situation zufrieden. Ja, das ist eigentlich alles, was ich euch da so mitgeben kann. Ich glaube, das ist nicht mal sehr wenig, sondern das ist vielleicht sogar echt eine große Sache, die ich euch da gerade mitgebe. Aber ja, probiert es einfach mal aus. Ich weiß, es ist total schwer, aber wenn ihr einen Tag habt, wo total schlecht gelaufen ist, dann überlegt euch, ob eine Sache gut war. Und wenn diese eine Sache gut war, dann sagt, das war ein guter Tag. Und wenn es dann eine Woche so immer wieder und immer wieder und dann mit der Zeit merkt ihr, dass ihr immer mehr gute Tage habt. Ich habe es dann auch so gemacht, dass ich in mein Tagebuch immer, mein Tagebuch hat hinten so, habe ich immer Smileys reingemalt. Und irgendwann habe ich dann mal angefangen, die Smileys zu zählen und habe gemerkt, dass von 100 beschriebenen, also 100 Seiten, die ich da drin hatte, gerade mal drei keine Smileys waren. Da habe ich eigentlich gemerkt, wie schön es eigentlich so an sich alles ist. Also, das ist so mein Tipp. Malt Smileys in euren Kalender, in euer Tagebuch und zählt dann am Ende die Smileys pro Woche. Und wenn es mehr Smileys waren als Nicht-Smileys, dann habt ihr eine gute Woche gehabt. So mache ich es nämlich immer. Wow, das klingt jetzt irgendwie voll hippie-mäßig, aber naja, das wollte ich euch heute mal so erzählen. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was eure Tricks sind, um wenn ihr schlechte Laune habt oder irgendwie, was ihr dann macht. Das kann ja vielleicht jemand anders auch helfen und wir sind hier auf meinem Kanal, um uns gegenseitig zu helfen irgendwie. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.rietum@outlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.